es war damals nicht so wie heute. Heute erklärt man seinen Eintritt. Und früher musste man Leute haben, die für einen bürgen. Es gab Leute, die zu mir gesagt haben, wenn du in die Linke eintrittst, dann steckt man dich in eine Schublade. Und darüber habe ich eine Weile, und zwar sogar ein paar Jahre wahrscheinlich, nachgedacht. Und irgendwann war es mir aber egal. Und dachte, ja, jetzt muss ich das mal tun, weil es irgendwie braucht Kräfte. In Parlamenten und auch außerhalb der Parlamente, die gegen Kapitalismus, gegen Krieg, gegen Fremdenfeindlichkeit sind. Und es sollte halt nicht so sein, dass die Linke dann einfach sagt, ja, wir kämpfen jetzt für euch, sondern halt die Menschen in Aktion bringt, dass sie selber für sich kämpfen wollen. Und dass es ganz wichtig ist, immer den Leuten zuzuhören und weniger selbst zu reden. Aufhören, auch oberlehrerisch zu sein, sondern wirklich auf Leute auf Augenhöhe zu gehen. Aber auf jeden Fall gab es auch andere Aktionen wie den Frauenkampftag, das Bündnis dazu, was wir ja auch gegründet haben als Solid und SDS. Und das waren so für mich die emotionalsten Momente, als ich da zum ersten Mal eine Rede gehalten habe vor so vielen Menschen. Ich hatte mega Panik, aber dann habe ich zu den anderen geguckt und die haben gesagt, ja, du schaffst das schon. Dann kam aber eine Genossin, die kam extra aus NRW nach Berlin gereist und hatte 400 Kekse gebacken, ich glaube mindestens 400 Kekse. Mit so einem Aufdruck, nicht mein Gesetz. Und dann bin ich da angekommen, die Genossen haben schon gesehen, dass da irgendetwas mit mir nicht stimmt und die meinten, was ist denn los? Ich so, ja, hier, die Gegend ist für mich halt so mysteriös, ich war noch nie hier. Und ich habe das immer mit anderen Sachen assoziiert und mir ist schon ein bisschen mulmig. Und er so, ey Genosse, du brauchst dir gar keine Sorgen machen, das ist hier rote Zone. Und habe ich mich echt wohl gefühlt und wurde aufgenommen. Es hat dann richtig Spaß gemacht, dort auch aktiv Politik zu machen und mit denen zusammenzuarbeiten. Ich kann dir auch erzählen, dass sie mich als Fördermaterial verteilt haben, gefragt haben, wo gibt es denn hier Hasch? Und ich hätte ihm ja sagen können, rechts runter zum Girlie und links runter zur Rivala. Habe ich ihm natürlich nicht gesagt, sondern habe mir gesagt, das ist nicht mein Metier. Lothar Wieski, der leider nicht mehr lebt. Und Lothar ist immer jemand gewesen, den ich sehr überzeugend fand und dem ich sehr gewünscht hätte, dass er mal das hätte genießen können, auf was er sich gefreut hat. Wir haben gute Programme und wir haben gute Ideen und ich bin der Meinung, dass wir das auch endlich umsetzen können sollten oder zumindest versuchen, das mit irgendwelchen Partnern umzusetzen. Ich hätte 2008 nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so tief drinstecke, auch für unsere Forderungen zu kämpfen. Und auch mich so engagiere, auch für Einzelfälle, die zu mir ins Wahlkreisbüro zum Beispiel kommen. Ja, ich denke, es ist einfach ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Leuten, die aber auf jeden Fall eine bessere Gesellschaft haben wollen. Und ich finde es gut, dass da wirklich die unterschiedlichsten Typen auch mit den unterschiedlichsten Ansätzen dabei sind. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, halt immer wieder beim nächsten Treffen wieder sich die Hand reicht und sagt, hier, hallo, willkommen. Das finde ich halt, das ist schon beeindruckend. Das gibt es bei anderen nicht. Wir haben im Hintergrund den Genossen Georg Elzer und er ist ein Widerstandskämpfer. Und diese ganzen Widerstände fangen halt von unten an. Und für mich ist das wichtig, dass die Linke eine Partei ist, die ihre Basis nicht vergessen hat, die nicht vergessen hat, woher sie kommt und weiterhin von unten mobilisiert, auf der Straße ist. Und deshalb macht Politik bei der Linken so extrem Spaß. Ich habe so viele Leute darüber kennengelernt. Ich habe so viele Theorien gelernt. Ich habe gelernt, wie man Aktionen macht und so weiter. Und ich will einfach, dass es noch mehr Leute so lernen können. Ja, will einfach, dass die Linke bleibt und dass sie größer wird und dass sie was verändern kann. Ja. Es gibt natürlich auch Probleme, aber ansonsten
Es wird meine Partei.